Das Wiener AKH, das hat seit den gestrigen Abendstunden einen prominenten Patienten, leider Gottes. Und zwar, es ist Finanzminister Magnus Brunner. Der ist auf dem Heimweg mit einem E-Scooter verunfallt. Er soll auch Kopfverletzungen unbestimmten Grades dabei erlitten haben. Was heute zu hören war, ist, dass sein Zustand allerdings stabil sei. Magnus Brunner, der ja als sehr sportlich auch gilt, der ist erst rund vor einem Jahr verunfallt. Damals ist er über eine Treppe gestürzt, war sehr lange auch auf Krücken unterwegs. Er war vor seiner Ministerzeit, also auch noch in der Zeit, als er Staatssekretär war, und auch zuvor viele Jahre lang Präsident des österreichischen Tennisverbandes, gilt als sehr sportlich, als sehr ehrgeizig, als sehr ambitioniert, und jetzt leider dieser schlimme Unfall. Wir wünschen ihm natürlich auf diesem Wege rasche und baldige Besserung. Die Termine für die nächsten Tage, die hat der Finanzminister jetzt einmal alle absagen lassen. Wir hoffen, dass er dann voller Gesundheit wieder zurückkehren kann, um dieses wichtige Ressort, das Finanzressort, auch wieder in vollem gesundheitlichen Zustand weiterführen zu können.